Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Uncharted 4. Wir sind jetzt gerade hier im Glockenturm-Rätsel und wir müssen nach der Reihe wahrscheinlich Glocken läuten. Wir sind jetzt beim Skorpion angelangt. Da hinten ist der Stier und wahrscheinlich weiter oben sind die anderen. Jetzt machen wir erstmal den Skorpion und gucken, was passiert. Avery war bestimmt Skorpion. Und ich hoffe, das funktioniert, wie ich es mir denke jetzt gerade, das Rätsel. Ansonsten haben wir ein kleines Problem. Das war echt laut. Hey Nate, die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. Also ist die Idee auf jeden Fall gut. Das heißt, wir müssen uns hier wieder rüberschwingen. Ohoho. So. Aber wie kommen wir jetzt an das andere? Hier sind wir ja wieder am Arsch der Welt. Wollen wir einfach mal ausprobieren, den scheiß Skorpion noch zu machen? Ach, da hinten ist der Löwe, ne? Pass mal auf, wo? Nach Skorpion kommt der Wassermann. Okay, wir haben jetzt hier den Löwen. Wo ist der Wassermann? Da ist der Wassermann. Okay, passt auf. Dann geht's jetzt hier hin. Dann sind die ja gar nicht so hoch, wie ich dachte. Ich dachte, wir müssten noch höher. Aber dann dürfte das ja das nächste sein. Oh, shit. Ah. Boah, da würde ich ungern daneben stehen. Zwei geschafft, zwei übrig, Junge. Okay. Also, wie steht's? So. Löwe und dann Stier. Löwe war auf der anderen Seite, ne? Genau. Oh, shit. Ist es sinnvoller hier? Ich glaube eher nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Wobei hier hoch. Und dann da. Nee. Ich mach's besser hier und dann darüber. Und jetzt versuchen wir mal da rüber zu springen. Hallo? Ja, okay, so. So, dann können wir nämlich hier an die Leiter. Dann hätten wir das meiste, das Gröbste eigentlich geschafft. Warte mal, ist das überhaupt richtig? Eigentlich schon, ne? Ja, Löwe. Alles klar. Dann. Löwe. Push dich. Alter. Ich würde sterben bei der Lautstärke. Ich würde sterben, ich sag's euch. Sehr schön. Nur noch eine. Und das ist der Wassermann. Quatsch, der Stier. Der Stier war... Alter, wo war der Stier? Shit! Ist da oben der Stier? Nee, der Stier ist da. Okay. Dann hoch mit dir, junger Freund. Ich bin mir nicht sicher. Shit. Vielleicht doch besser hier hin. Nee. Da kommt man nicht so einfach hin. Ja, dann gehen wir wieder zum Skorpion zurück. Und dann zum Stier. Oh Gott. So, und rüber. Komm, spring! Oh, Gott sei Dank. Ich frage mich nur, wie wir hier komplett runterkommen. Das wird doch wieder nix. Das wird doch wieder gar nix. So. Letztes Ding. Da hätten wir das Rätsel auch geschafft. Komm. Du schaffst es. Wir fallen hier komplett runter, ich sag's euch. Wir fallen hier komplett runter. Oh, shit.
offen und Avery Siegel ist am Boden erschienen. Okay, ein Totenkopf, krass. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Nee. Warte, ich geh da hoch. Oh. Los geht's. Okay, wenigstens eine Treppe. Das ist umso einfacher eigentlich. Aber ich glaube, die Treppe wird einstürzen, so wie die aussieht. Oh mein Gott. Okay. Das hätten wir geschafft. Seite umblättern. Ne, ich will die andere Seite. Was hat er noch geschrieben? Hat nichts geschrieben. Er hat nur... Okay. Und hopp. Oh Gott. Okay, gut, dass wir da dran müssen. Oh. So. Alter. Okay. Jetzt aufgepasst. Verdammt. Das ist zu schnell zum Klettern. Das ist zu schnell zum Klettern. Ja, nu? Ah. Ich denke mal, wir können. Yes. Ja, sehr schön. Ja. Das war doch gut. Schnell weiter. Aber ich denke mal, das wird gleich weitergehen mit dem. Scheiß. Oh, das war klar. Das hat Spaß gemacht. Ja. Es war auch reichlich eng, wenn du mich fragst. So, da ist die große Glocke. Jetzt hängen wir mal nicht an die große Glocke. Okay, hier kann man an der Uhr drehen. Das hilft uns aber jetzt nicht unbedingt weiter, weil wir müssen da irgendwie rüber. Kann mir... Ja, vielleicht hier raus. Ne, Uncharted immer. Ah! Tolles Panorama. Und ich hoffe mal, dass wir... Oh! Oh! Ups! Ups! Ich wusste doch, dass wir irgendwas zerstören. Scheiße! Und nu? Ah, da oben. Okay. Sehr gut. Aber wo müssen wir hin? Ich springe einfach mal hier hin. Ah, unglaublich. So. Aber ob das reicht? Ja, Mann, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Komm, push dich. Schön. Huh. Ich hoffe, dir geht's gut da draußen, Sam. Ja, das hoffe ich auch. Was heißt draußen? Warum draußen? Wo ist denn der? Der muss doch drinnen sein eigentlich. Ach nee, Sam. Er hat von Sam geredet. Na klar. Okay, Sally, geschafft. Okay, los geht's. Boah. Das wird richtig laut. Das wird richtig laut. Das sagst du. Genau richtig. Und das wird ziemlich kaputt Sally, gehen. Achtung. Sorry, der Griff ist abgebrochen. Ja, also wirf mir nicht noch mehr. Sie wohl selbst läuten. Ja, selbst läuten, ist klar. Okay. Wenn du es unbedingt so willst, dann... Fuck. Müssen wir da jetzt dran springen? Ich vermute es. Okay. Oh. Okay. Oh. Komm, beweg dich. Beweg dich! Oh! Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Da hilft nur ein Sprung! Wohin denn? Oh Gott! Alter! What the fuck? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wohin, 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 wohin? Ich weiß nicht, wohin! Ich muss hoch! Oh. Er musste hoch, er musste hoch. Ups. Ah. Los, 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 ich muss hoch, ich muss hoch. Aber ich weiß hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich hoffe, Sally geht's gut. Oh Gott. What the fuck? Heilige Scheiße. Tja, jetzt werden wir das Rätsel wahrscheinlich nie lösen können, oder? Oh Gott. Verdammt nochmal. Hey, Sally. Oh, Scheiße.
Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Taub. Mal sehen, was Avery für uns bereithält. Ja, okay, wenigstens ist die Tür aufgegangen. Vielleicht auch nicht... Also auf jeden Fall durch die Glocke, sagen wir es mal so. Ups. Komm, Sully. Endlich tut er mal was. Aber alleine kriegen wir das Ding sowieso nicht. Komm, du Löwe, komm her. So, sehr gut. Hey, schau. Die Münze. Willst du sie? Ja, klar. Ja, klar, warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Immer her damit. Mit etwas Glück. Haufen von Gold und Juwelen. Nee, das wird's nicht sein. Endlich, bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht. Nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Okay. Er kommt. Gut. Ja, besser ist. Hoffentlich werden wir... Hoffentlich werden wir jetzt keine Überraschung erleben. Die Überraschung wird nicht sein, dass hier ein Schatz ist. Das kann ich euch schon mal versprechen. Weil so läuft Uncharted eigentlich nicht. Sully, bin ja weit voraus. Eigentlich findet Nathan nie das, was er sucht. Oh Gott. Wow. Und das nächste Rätsel. Unsere Jungs. Yep. Henry Avery, Thomas Two, echte Komplizen. Okay. Wie geil das aussieht. Gucken wir uns mal die Figuren an erstmal. Ich will nichts Unüberlegtes machen. Nicht sofort hier direkt da los. So. Ja, das ist aber irgendwie eine hässliche Statue. Das wird wahrscheinlich Avery sein. Weiß ich nicht, wer das ist. Thomas Tew vielleicht? Keine Ahnung. Und da sind die anderen Jungs. Okay, schauen wir uns das Ding an. Die Gründer. Die Gründer von okay. Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Ja, wahrscheinlich. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, wir haben diese Sternmuster. Wir haben diese Sternmuster? Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? What? Keine Ahnung. Okay, das ist falsch. Dann nehmen wir das mal so. Das ist auch falsch. Und so. Wow, okay. Okay. Sollen wir nachsehen? Nein, besser nicht. Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condon. Soll ich das jetzt auch drehen, oder was? Aber nach welchem Muster soll ich das drehen? Das verstehe ich nicht. Okay. Da muss ja jetzt irgendwas passieren. Ich kann doch nicht alles drehen und versuchen. Ich muss ja schon irgendwie ein Muster finden. Weil es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie das gedreht werden muss. Vielleicht alle? Viele Kombinationen. Ja, eben. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Es gibt zu viele Kombinationen. 3 hoch 3.
27 Kombinationen verschiedener. Muss 3 hoch 3 sein, oder? Sind dann 27 verschiedene Kombinationen, die man dann irgendwie hinkriegen kann. Das kann nicht, das muss doch irgendwie einen Hinweis geben. Sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn. Und ich würde sagen, dass wir durch diese Tür schreiten in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao. For those who prove worthy, paradise awaits. Took a long time for him to get out of this game. He's meant for this life. Oh, oh crap! Last I checked, we're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Shame we're not on the same side. I am a man of fortune, and I must seek my fortune.